sieht aus wie ein Leuchtstift. Das ist das Erste, was mir auffällt. Das ist schon komisch, das zu sehen. Jetzt geht es wirklich. I am beautiful, never sing away. Oh, that's crazy. Das war so der Moment, wo ich gewusst habe, ich will auf jeden Fall weiter. Das hat mich sehr gefreut. Vielleicht. Dann habe ich noch probiert, ich wollte es wirklich so wollen, dass es kalt wird. Also, noch mehr. Ich will es noch mehr drehen. Ich weiß gar nicht, was ich gedreht habe. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es schon viel besser herbekommen, eigentlich, aber ich war schon sehr glücklich, weil ich es nicht gesehen habe, dass alle da sind. Ja. Also da habe ich wirklich so ein Level von Nervosität habe ich wirklich noch selten in meinem Leben. Weil ich wirklich gewusst habe, so, okay, scheiße, jetzt bin ich wirklich hier und jetzt dort sind wirklich still und jetzt muss ich wirklich dort her singen. Nicht nur so in der Vorstellung, sondern einfach genau so. Und darum bin ich wirklich mega nervös gewesen. Dann bin ich hochgelaufen und dann habe ich gewusst, ja, jetzt Augen zu und durch. Wortwörtlich, weil ich die Augen zu da. Das war schon krass gewesen, weil ich habe nicht eine Sekunde damit gerechnet. Ich habe gehofft, dass sich jemand dreht. Wirklich, ich bin dort auf, ich habe wirklich einfach dafür gebetet, dass ich einfach einen einzigen Stuhl habe, der mich mitnimmt. Und als ich eben den DJ Antoine habe gesehen, habe ich gedacht, gut, jetzt einfach alles geben, damit sich alle drehen können. Aber wenn nicht, bist du weiter. Und das ist eigentlich alles gewesen. Aber alles zu sehen, ist schon ein bisschen überwältigend gewesen. Ja. Es war nicht ganz von Anfang an klar, dass ich zum Noah gehe. Ich habe es gut gefunden, hat er gesagt, dass wir an meiner Stimme arbeiten können. Und das ist etwas, was ich möchte. Ich möchte mich noch verbessern. Und trotzdem hat Anna mich auch mega gut. Also Anna ist eine mega sympathische Person. Und mit ihr zu singen habe ich wirklich mega genossen. Und ich habe schon schnell während dem Auftritt, nach dem Auftritt, habe ich schon schnell hätte ich eher zur Anna tendiert. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich muss auf mein Bauchgefühl hören. Und das habe ich gemacht. Ich habe mega Bock nochmal auf die Bühne zu stehen und ich freue mich richtig auf Battles. Und eine kleine andere Situation ist halt, dass halt auch schon umgedreht sind, dass man so ein bisschen, die wissen schon ein bisschen, was man kann. Und darum freue ich mich mega drauf, mit jemandem von unseren anderen geilen Talenten, die da sind, mit denen auf jeden Fall auf der Bühne richtig Gas zu geben.